Nach 2 Jahren Zwangspause konnte endlich wieder die Sportgala stattfinden. Zur 25. Veranstaltung sorgte die Tanzgruppe Solingen-Klingenstadt erneut für grandiose Unterhaltung, ebenso wie Sängerin Leonora und die junge OTV-Turnerin auf dem Airtrack und dem Schwebeball. Die Ehrungen erfolgreicher Sportler durch die Stadt fand in 3 großen Blöcken statt. Die Wahl der Sportler des Jahres durch die Leser des Solinger Tageblattes zog sich wie ein roter Faden durch das Programm. Sportler des Jahres wurde Leichtathlet Maximilian Kremser, der ein Videogrußwort aus Alaska schickte. Sein Vater Joachim nahm die Auszeichnung für ihn entgegen. Sportlerin des Jahres wurde Schwimmerin Fabienne Otto, vor HSV-Handballerin Vanessa Brandt und Eishockeyspielerin Zoe Windgen. Die Ankündigung der Mannschaft des Jahres erfolgte durch 3 ehemalige deutsche Feldhandballmeister der Ohios von 1965. Und Mannschaft des Jahres wurden die jungen U12-Sportlerinnen und Sportler, die das in Düsseldorf ausgetragene Landesfinale gewonnen hatten. Die Soling Paladins und die OTV-Faustballerinnen belegten die Plätze 2 und 3.